Form bringen und dass daraus das Leben auch entsteht, der schöpferische Prozess. Und ich habe Arthur vor 3 Jahren ungefähr kennengelernt. Da war er mit dem Herrn Rusanov, einem russischen Geologen in Esslingen, der hat einen Vortrag gehalten. Und da bin ich in Berührung gekommen mit der Thematik und auch mit Arthur als Mensch. Und ich muss sagen, das, was die Energie ausmacht oder was das Heilen, das, die Materie oder die Welt, wie sie funktioniert, ausmacht, habe ich in der Tiefe vorher noch nicht gekannt. Denn im Grunde genommen besteht alles aus Energie, bloß welche Form diese Energie bekommt. Das ist unsere Wahrnehmung, wie wir es dann bearbeiten können. Und die russische Wissenschaft ist schon seit über 30 Jahren direkt in diesem Thema drin, hat die Grundlagen dafür erforscht und auch die Anwendungen. Und da wird uns Arthur eben detailliert in die Tiefe führen, in den Kaninchenbau, was wir eigentlich hier an Illusionen tagtäglich ausgesetzt sind und was dahinter steht. Ich freue mich auf Und dann erstmal, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Auch freue ich mich, dass Sie noch Kraft haben, beides zu machen. Also unser heutiges Thema ist Gesundheit. Es bleibt dieses Thema immer aktuell, weil jeder vernünftige Mensch will lange leben und fit bleiben. Aber unsere Zeiten sind ein bisschen extremer geworden. Faktor Stress ist sehr hoch gestiegen. Auch Leben bringt uns sehr interessante Sachen rein, da wir sehr viel Freude haben. Aber andererseits, diese neuen Technologien geben uns gesundheitsschädliche Faktoren, die wir unbedingt berücksichtigen müssen. Mit anderen Worten, allein gut essen, gut schlafen, Sport treiben in unseren Zeiten ist nicht genug. Und was wir betrachten müssen, über diese Besonderheiten werde ich heute Sie ein bisschen informieren. Manchmal bekomme ich Fragen, wie ich dazu gekommen bin, mit diesen Themen mich zu befassen. Mein Vater war, obwohl er Schulmediziner war, habe ich selbst Mathe studiert, aber richtige Interesse für diese Themen kam dann, als ich erfahren habe, dass wir solche Sachen wie spontane Heilung öfter bekommen. Also Schulmediziner haben keine Antwort auf diese Fragen. Deswegen habe ich mich in paranormale Welt begeben, um vernünftige Frage, also logische Antwort auf diese Frage zu bekommen. Im Laufe meiner, ich sage nicht, dass ich studiert habe, sondern ich habe mich so richtig in Materie reingetan. Und da kam sehr interessante Entwicklung aus Russland, heißt Wellengenetik. Was das ist, erzähle ich ein bisschen später. Also Wellengenetik gab mir einmal einen sehr interessanten Fall und der heißt spontane Verjüngung. Also in Deutschland gibt es einen Mann, der damals war 51, vielleicht jetzt ist er so 53. Aber er sieht wie ein 17-jähriger Junge. Als er 17 war, war er schwer erkrankt, als er von dieser Krankheit geheilt wurde, hat er aufgehört, trat keine Alterungsprozesse an. Also jetzt sieht er wie ein 17-jähriger Mensch. Letzter Fall in Japan. Eine 70-jährige Frau
Er hat 40 Jahre verloren. Also sie sieht jetzt wie eine 30-jährige Frau. Und ein Witz daran ist, dass sie seinen alten Mann verlassen hat und einen jungen Mann. Parapsychologie sagt uns, dass wenn sogar bei einem Mensch sowas auftreten kann, Mechanismus steckt in jedem von uns. Das heißt, wir müssten uns nur entziffern und damit benutzen. Ich sage nicht, das ist einfach, aber es gibt eine Lösung. Um zu diesem Thema irgendwie nah zu sein, habe ich vor 7 Jahren eine Heilpraktikerschule abgeschlossen und habe einfach mit Patienten gearbeitet. Und damals ging es nicht um Verjüngung, wenigstens um Menschen von Schmerzen zu befreien. Und ganz schnell war mir klar, dass sogar eine richtig gestellte Diagnose und gut ausgewählte Therapie kann keine Erfolge auf Dauer bringen, wenn Patienten, die erkrankt sind, Faktoren, die diese Krankheit ausgelöst hat, nicht beseitigen. Und dann habe ich mich eine Liste von diesen Faktoren. Also ich habe mich eine Liste mit diesen Faktoren zusammengesetzt und meinen Patienten weitergegeben. Inzwischen habe ich auch recherchiert, welche Methoden, also effektive Methoden gegen diesen Faktoren überhaupt da sind. Und damals hat mir aufgefallen, dass eine wirksame Technologie gegen Elektrosmog nicht existiert. Vor 5 Jahren habe ich eine Firma gegründet mit Schwerpunkt russische Technologien für die Gesundheit und habe ein paar interessante Technologien einbezogen. Aber Thema Elektrosmog hat mich immer, sagen wir, belastet, weil erstens kamen sehr viele Nachrichten, dass Elektrosmog uns krank macht. Zweitens, Tendenzen steigt, also jedes Jahr wird mehr. Drittens, was sehr wichtig ist, wir können zum Beispiel ganz genau sagen, wie viele Zigaretten haben wir ausgeraucht. Bei Elektrosmog können wir das nicht. Wir sehen keinen Handymast, aber Wirkung ist da. Das heißt, es ist unberechenbarer Einfluss. Viertens, das ist auch sehr wichtig, ich habe mit meinen Patienten gesprochen und einfach Fragen gestellt. Sie wissen, dass es gefährlich ist. Wollen Sie das? Wollen Sie davon verzichten? Und ich habe sehr selten jemanden getroffen, der mir gesagt hat, nein, ich schmeiße mein Handy weg oder ich arbeite nicht mit meinem PC. Und sehr wichtig ist, dass neue Technologien, die als Elektrosmog-Erzeuger sind, geben uns auf diesem Zeitpunkt einzige Möglichkeit, von solchen Sachen wie CO2-Ausstoß zu verzichten und Kernenergie. Ja, deswegen es ist sehr wichtig, eine Technologie zu finden, die uns die ganze, das, was uns sagen, neue Technologien bringen, Freude machen, haben und dabei noch gesund bleiben. Von Parapsychologie will ich Folgendes sagen, dass Gott gibt uns immer gegen ein Gift, gegen Gift. Wir müssen nur über diese Tatsachen positiv denken. Einzige, was ich höre von Elektrosmog, dass es nicht. Schauen Sie von anderen Seiten. Neue Technologie geben uns Möglichkeiten, uns schnell zu kommunizieren. Wie viel Leben wurde dadurch gerettet und wie viel werden noch gerettet? Sagen wir Bürokram. Wir können uns nicht jetzt vorstellen, ohne PC oder Hightech-Sachen Sachen abzuwickeln.
Internet. Für Geschäftsleute das ist ein Paradies. Oder Navigationssystem. Wer will jetzt ohne Navi fahren, wenn das ausprobiert oder kein? Das heißt, es ist sehr tief in unserem Leben eingedrungen. Wir wollen davon nicht verzichten. Deswegen brauchen wir Technologien, die uns dabei helfen. Ja. Okay, gut. Vor 3 Jahren habe ich eine sehr interessante Technologie gefunden in Frankreich. Ja, ich wollte erst mal sagen, dass meine Recherchen in diesem Gebiet habe ich immer fortgesetzt. Und einmal im Internet habe ich eine Technologie gefunden von russischen Wissenschaftlern, der ein Gerät entwickelt, der in der Lage ist, Anomalien wahrzunehmen. Wir sind kein Messgerät, sondern ein Tester. Und mit diesem Gerät kann man zum Beispiel solche Anomalien feststellen, wie Erdfälle von Wasserader, verschiedene alte Friedhöfe, Höhlen und so weiter. Und diesen Mann kannte alle Baubehörden in Russland. Ich habe mit ihm in Verbindung gesetzt, habe ich gefragt, was kann er mir anbieten für diese Problematik. Hat mir einen Spezialisten empfohlen, Dr. Usanov, der wohnt im Moment in Frankreich und beschäftigt sich mit diesen Themen sehr effektiv. Habe ich mich auch mit ihm telefoniert, erstes Mal 4 Stunden. Und 90% aller Wissen, was er mir gegeben hat, waren einfach neu. Also ich wusste da überhaupt nicht. Und es scheint mir so damals, dass ich habe was gefunden. Habe ich ihn gefragt, wann ich kommen kann. Und dann haben wir gesagt, übermorgen habe ich ein sehr interessantes Objekt, kannst du kommen. Dann habe ich in mein Auto gesprungen, mit einem Stück 1500 Kilometer gefahren und nächsten Tag waren wir bei einem Farm, das war Vogelfarm. Ich weiß nicht, wie das heißt, also Eierproduktion. Als wir Hühnerfarm. Also als wir dort waren, kam ein Mann, ein junger Mann, war verzweifelt und hat gesagt, wissen Sie, ich verstehe, worum es geht. Okay. Wir haben 3 Hallen gesehen, also ungefähr so 60, 70 Meter lange Hallen. Jede Halle hatte so 6 Reihen Säulen. Jede Säule hatte 5, 6 Ebenen von Käfigen. Und die waren mit Hühnern bestückt. Ne? Und er sagte, ich verstehe nicht. Also 3 Reihen sind heile. Aber diese 3 Reihen haben innerhalb 6 Monate 6000 Hühner verloren. Dadurch die Schwächsten einfach gefressen haben. Bei meinem Vater und Tochter alles in Ordnung, bei mir nicht und ich verstehe nicht, warum es geht. Dann haben wir mit Dr. Usanov in Auto gestiegen und 3 Kilometer weggefahren. Dann hat er mir einen neuen Handymast gezeigt. Er sagte, dieser Handymast steht auf einer Erdverwerfung. Und Erdung von diesem Handymast kommt in Erdverwerfungszone. Und genau diese 3 Reihen von diesen letzten Halle steht auf dieser Erdverwerfungszone. Durch Installation wurde also dieser Spalte zur Erdverwerfung aktiviert. Dadurch bekommen Tiere Probleme. Und als er seine Arbeit angefangen hat, hat er eine Erdung. Ich zeige es euch. So ein Generator. Als er auf Erdung angelegt hat, einfach alle Hühner sind geschrien, also Reaktion war sofort. Ich habe ungefähr so 1 Jahr geforscht, ich war 6 oder 7 Mal in Frankreich, bis ich mich entschieden habe,
diese Technologien durch sprachige Länder etablieren. Aber dadurch hat Firma Terryk entstanden, obwohl die Geschichte von Terryk hat vor 10 Jahren angefangen, als eine Gruppe von Baubiologen in Bretagne, das ist Provinz Finistère in Frankreich, die längere Jahre sich damit beschäftigt haben, dass sie störungsfreie Zonen für Landwirte gesucht haben, auf ein Problem gestoßen. Also Landwirte haben sich gemeldet, dass seit Einbau von Endemasten im Generatoren Tiere haben Probleme bekommen, also gesundheitlich auch von Verhalten her. Als Spezialisten vor Ort waren, haben sie sofort einen Stand von elektromagnetischem Feld gemessen. Und was da interessant war, die Grenzwert lag 10, sogar bis 100 Mal weniger als normal. Da kommt erst die Frage, was ist das überhaupt? Weil bis diesem Zeitpunkt existiert die Meinung, dass Elektrosmog wirkt auf Gewebe durch seine Wärme. Ja, sogar wurde ein Grenzwert festgesetzt und alle, die in diesem Bereich gearbeitet haben, wurden vorgeschrieben, seine Geräte mit sehr wenigen Strahlung zu entwickeln. Also das heißt, das erste Phänomen kommt raus, also Atterrisch-Effekt, was das ist. Zweiten Phänomen kam, als sich Landwirte gemeldet mit gleichem Symptom, also dasselben Symptom bei seinen Tieren. Aber als Spezialisten vor Ort waren, haben die keine neue Anlage festgestellt. Also gab es nicht, kein Handymasten, kein Windgenerator. Und keine zweite Frage, was ist das überhaupt? Ja, um einen effektiven Schutz zu entwickeln, muss man wenigstens wissen, woher das kommt. Nach längeren Recherchen haben wir festgestellt, dass alle diese Vorrichtungen, also Tierzüchter, stammen auf Wasserader oder Erdverwerfung. Und Dr. Usanov, das ist Ingenieur von Geologie, er wurde zu diesen Forschungen eingeladen. Und wir haben festgestellt, das sind zwei Phänomene. Eines ist ein atherischer Effekt, die andere ist geotechnogener Effekt. Also Spezialisten haben festgestellt, wenn so eine Einrichtung auf eine Kreuzung von geopathogenen Zonen kommt, ob das Erdverwerfung oder Wasserader, wird ganze Erdverwerfung aktiv, ist egal wie lang es ist. 2, 3, 4, 10 Kilometer. Okay, also in YouTube gibt es so eine Sendung über athermische und thermische Effekte, kann man da sehr ausführliche Informationen zu bekommen. Und jetzt kommen wir zum athermischen Effekt, was das ist. Also können Sie sich vorstellen, dass diese Form spezifische Felder erzeugen kann, die auch positive, auch negative Wirkung auf Materie gibt. Können Sie sich vorstellen? Also, in diesem konkreten Fall, von der Spitze her, kommt ein positives Feld und von der Basis negatives. Ja, ich versuche jetzt so kurz darzustellen.
Kolos. Also so werden und so weiter. So werden negative Felder. Mit verschiedenen Salzen oder Einzähligen. Sie sehen, es gibt keine Energie. Das ist eine von Eigenschaften, Torsionfeldern. Die entstehen ohne jegliche Energiebedarf. So, und jetzt können Sie sehen, das sind eine Kontrollpetrischale und diese Petrischale macht dann diesen Rest. Kann man sehen, den Unterschied? Ja, das ist ein bisschen größere Kristalle. Gut, also, wie gesagt, also diese Felder nennen sich Torsionsfelder, also von Wort drehen, Torsion. Erste Idee von diesen Feldern hat 1913 ein französischer Mathematiker Elie Cortin vermutet. Und seit diesem Punkt ein paar Gruppen von Wissenschaftlern haben versucht, das zu bestätigen. Nur in 1996 ein russischer Wissenschaftler Gennadij Schipow in seiner Arbeit Theorie von physikalischem Vakuum hat das theoretisch bestätigt. Also, dass es ein drehendes Körper ein spezifisches Feld erzeugt. Also, aus Physik kennen wir zwei Arten von Feldern. Das sind elektromagnetische Felder und Gravitationsfelder. Das ist Gravitationsfelder. Ja. Und das muss die dritte Art von Felder sein. Also, das heißt, er hat einfach durch Formeln bewiesen. Und seit diesem Punkt haben mehrere wissenschaftliche Einrichtungen haben versucht, in diesem Bereich zu recherchieren. Und weiter werde ich einfach ein paar Beispiele zeigen, was in diesem Bereich erreicht wurde. Okay. Jetzt ganz kurz erkläre ich also, was ein Torsionsfeld ist. Also, durch diese Theorie, es wurde ein Phänomen beschrieben wie physikalisches Vakuum. Also aus Physik wissen wir, dass Vakuum, es ist da, wo nichts gibt. Also es geht um harte Materie. Also Information ist immer da. Also dieses physikalisches Vakuum ist eine Primärsubstanz. Erstens. Zweitens ist es eine Leitsubstanz für diese Torsionsfelder. Eine Einheit von Torsionsfeldern ist ein Photon. Hört man gut? Perfekt. Also, ein Photon ist Einheit von physikalischem Vakuum. Das ist ein Paket, der enthält zwei virtuelle Teilchen. Virtuell, weil die äußern sich nur bei bestimmten Bedingungen. Diese beiden Teilchen haben ein Spin. Das heißt, die drehen sich. Einer in eine Richtung, die andere in andere. Die Drehmomente von diesen Teilchen sind ausgeglichen, so dass dieser Photon im Gleichgewicht bleibt. Und er äußert sich überhaupt nicht. Bis zum Polarisierung kommt. Polarisierung heißt, wenn einer von diesen Teilchen ändert seinen Spin. Oder die beiden drehen sich rechts, oder die beiden drehen sich links. Ist klar? Gut, perfekt. Also das, was ich gezeigt habe,
Also da drehen Sie positiv. Da ist negativ. Das heißt mit anderen Worten, Torsionfelder, das sind Bereiche in der Umgebung, die polarisiert sind. Und die können eine bestimmte Wirkung auf Materie ausüben. Richtig, ja? Also das heißt, es gibt Generatoren oder Quellen, die links polarisierend Umgebung tun oder links drehen. Jetzt möchte ich ein paar Beispiele zeigen aus dem Bereich von Torsionsfeldphysik. Also das ist ein Torsionsfeldgenerator für Dr. Kurakov, der hat sich im Bereich von Torsionsmethodologie spezialisiert. Das ist ein Torsionsfeldgenerator. Also ein schematisch gesehen. Das ist ein Ruck. Da ist ein Gegenteil. Das heißt, von diesen Seiten gibt es positive Feld und anderen negative. Also dieser Torsionsfeldgenerator wurde auf Kristallen von Kupfervitriol. Kennen Sie, was das ist? Ja? So ein grüner Kristall getestet und im rechten Feld haben Kristalle innerhalb 50 Stunden so groß gewachsen, als in normalen Bedingungen, die mehrere Monate brauchen. Und die Struktur von diesen Kristallen war perfekt. Und umgekehrt, also im linken Feld, haben Kristalle überhaupt nicht. Jetzt, was ist da so? Das heißt, die Struktur ist nicht gleichmäßig. Jetzt sehen wir ein Metallus nach dem Torsionsfeldgenerator Bearbeitung. Seine Struktur ist viel mehr besser. Also als dieser Stück getestet wurde, haben Spezialisten festgestellt, dass entspricht die, er ist zweimal härter, fünfmal flexibel und 200-mal korrosionsbeständiger.
obwohl es wurde keine Legierungskomponenten reingebracht. Aber wir wissen zum Beispiel, dass um Härte zu erhöhen, müssen wir bestimmte Legierungen reintun. Und damit verlieren wir Flexibilität. Und umgekehrt, um flexible Metall zu bekommen, müssen wir andere Legierungen dabei finden. Und damit verliert man seine Härte. Und in diesem Fall, ohne jegliche Legierung, haben wir diese Parameter einfach erhöht. Was dabei noch interessant ist, wenn wir diesen Guss nochmal schmelzen lassen, ohne Torsionsfeldbearbeitung, behält er seine Eigenschaften. Gibt es noch sehr interessante Entwicklungen in diesem Bereich, das heißt, Torsionshomöopathie in Metallurgie. Nehmen wir an, zwischen einem Torsionsfeldgenerator und Schmelzofen wird eine Nickelplatte positioniert und Metall bekommt nach der Untersuchung alle Eigenschaften, ob diese Nickel da ist. Und das heißt, mit der Nickelbeimischung bekommen wir Absorption, also es wird absorbiert ein Teil von Carbide, das sind Kohlenstoffe. Und damit die Metalle werden fester, ja, also bessere Qualität. Okay, das ist ein Torsionsfeldgenerator von Dr. Akimov. Also könnte es sein, dass man die Metalle, die man auf der Erde gefunden hat, die so hochhart sind, wo man immer denkt, die haben einen außerirdischen Ursprung, dass die durch solche Torsionsfelder entstanden sind. Ja, können wir alles ausprobieren, aber nicht alles klappt. Das ist nur ein Versuch, aber sie sind erfolgreich. Damit möchte ich nur zeigen, dass Torsionsfeldphysik ist keine Theorie mehr, sondern schon Anwendung für das ist. Genau. Also es gibt zum Beispiel Torsionsfeldgeneratoren, statischen und dynamischen. Das ist ganz normales statisches Torsionsfeldgenerator. Der erzeugt ein Feld mit einer bestimmten Höhe, also konstant. Dieser Generator ist es dynamisch. Also dieser Generator in der Lage ist, Felder zu bilden, und als Leitsubstanz für Übertragung von verschiedenen Informationen auf verschiedene Distanz zu übertragen. Also das ist ein Versuch von Dr. Akimov unter Beobachtung von Verteidigungsministerium. Ja, also in diesem Gebäude war dieser Generator angebracht. 21 Kilometer entfernt, genau auf ersten Stock. In Moskau, so ein Gebäude, wurde 6 Empfänger eingebaut. Und Signal musste eine Mauer, wenn wir Dichte von Moskauer Gebäuden in Betracht nehmen, musste eine Platte von 60, also Betonplatte von 60 Meter durchqueren. Also bei normalen Bedingungen brauchen wir Megawatt Energie, um das zu bekommen. Sogar schaffen und schaffen nicht. Also dieses Signal wurde erfolgreich weitergeleitet. Dann sieht man, das sind diese binären Signale. Die wurden weggeschickt. Und das 21 Kilometer angenommen. Was dabei interessant ist, also Energie wurde verbraucht dreimal weniger als Taschenlampe. Also das beweist, dass Torsionsfelder entstehen ohne jeglichen Energiebedarf. Ja. Also das heißt, Torsionsfelder können wir nicht mit normalen Mitteln abschirmen. Die geht einfach durch. Einfach, um einfacher zu verstehen, also wenn wir einen Photon nehmen, Photon, der ist es fest verankert im Universum.
Also alles, was bewegt, es wird durchquert durch Milliarden Sonnenphotonen. Für uns ist es egal, also es sitzt fest. Wenn wir uns bewegen, gehen durch uns Milliarden Photonen. Ob die aktiviert da in diesem Punkt oder nicht, spielt keine Rolle. Wir können nichts tun dagegen. Das heißt, um diese Felder zu stören, brauchen wir ganz andere Technologien. Was dabei noch interessant ist, die Beobachter haben gefragt, ob die auf einem bestimmten Generator, also Empfänger, Signal schicken können. Nur haben eine Bestimmung gezeigt. Also die standen alle in einer Reihe, sechs Stück. Die haben zum Beispiel gesagt, können Sie einen dritten schicken, und die haben genau einen dritten geschickt. Also alle anderen haben das nicht empfangen. Ja, weiter. Das ist ein besonderer Fall, das, was ich schon erwähnt habe, Wellengenetik. Also es gibt den Begriff klassische Genetik. Und klassische Genetik besagt uns, dass 1% von DNK durch Informationen belegt über Aufbau unserer Proteine. Und 99% ist einfach genetische Müll. Und Wellengenetik sagt, stimmt nicht. Das ist Vater von Wellengenetik, Dr. Professor Nareff. Er war vor ein halbes Jahr hier in Heidelberg und hat einen Vortrag gemacht. Also im Internet kann man schon auf Deutsch was haben. Und er sagt also, er stimmt 1% von DNS mit Informationen über Eiweißaufbau belegt, alle anderen mit Informationen über bestimmte Zustände unserer Körper. Also das heißt, einfach Baupläne. Also gesundes Körper hat einen Bauplan und kranken Körper mit verschiedenen Ausführungen. Ich meine, Onkologie, Allergie und so weiter haben andere Baupläne. Diese Baupläne werden durch unsere mentale Ebene aktiviert. Also das heißt, wir erzeugen eine bestimmte Schwingung. Und wenn diese Schwingung mit einem bestimmten Bereich den DNS resoniert, dann kommt in Realität ein entsprechender Körper. Neugermanische Medizin kennt jeder, nach Dr. Hammer. Also seine Theorie ist keine Theorie mehr. Ne? Und er hat 100% bestätigt, dass alles, was er sagt, stimmt. Das ist noch eine Bestätigung. Ne? Wenn wir zum Beispiel einen Fall nehmen, Mammakarzinom bei Frauen, also rechte Brustkrebs, bei Rechtshändlern entsteht dadurch, dass sie ein Problem mit seinem Partner hat. Wenn ein linker Brust bekommt, dann hat sie Probleme mit seiner nächsten Verwandtschaft. Das heißt, sie hat zwar fast gleiche Schwingung, aber da ist ein kleiner Unterschied. Und die resoniert mit anderen Bereichen von DNS, kommt andere Baupläne raus. Also das sind seine Torsionsfeldgenerator. Mit diesem Generator kann er Informationen ablesen und weitergeben. Das ist ein Versuch mit 40 Mäusen. Also das ist Bauchspeicheldrüse von einem aus. Gesund. Dann wurde 40 Mäuse mit Alaxan vergiftet. Also Bauchspeicheldrüsen waren also zerstört. Ja, sieht man. Dann wurde ein kleiner Maus genommen, Bauchspeicheldrüse rausoperiert. Und durch das, was ich schon gezeigt habe, diesen Torsionsfeldgenerator, Information abgelesen. Und diese Information wurde weitergeschickt auf verschiedene Entfernungen, ab einem Meter bis 20 Kilometer an 20 bestimmte Mäuse. Nach 10 Tagen Behandlung, also Bauchspeicheldrüsen waren regeneriert.
Das heißt, auch der NS, obwohl Substanz ist schon zerlegt, Information über gesunden Zustand ist noch da. Wir müssen nur eine bestimmte Schwingung finden und das wieder in Realität zu aktivieren. Also für Menschen geht es so, wenn wir unseren Gedanken zu Fluss ändern, also wenn wir Ursache verstehen, dann können wir andere Körper hervorrufen in Realität. Das 60-jährige Frau, Dr. Gereff hat sie gegen Diabetes 1 therapiert. Und da sehen wir eine einzige Zahl. Ja. Information für diese Frau wurde von Blut seinen ihren Enkelsohn abgelesen. Und innerhalb bestimmten Zeiten hat sie diese Information bekommen. Da sehen Sie Zähne. Wovon wurde das, Enkelsohn. Enkelsohn. Ach, vom Enkelsohn. Enkelsohn. Und der war ungefähr 10 Jahre. Der hatte dieses Stadium, das Zähne gewechselt wurde. Hat sie diese Zähne bekommen, Leute. Okay, gut, also das war mit dem Torsionsfeldphysik. Jetzt möchte ich einfach ein paar Worte sagen, wie Torsionsfelder auf menschliche Körper wirken. Das ist unser sehr bekannter, berühmter Wissenschaftler, Professor Dr. Kasnacheev. Er hat ein Institut in Omsk gegründet, wo er nicht traditionelle Methode geprüft und mehrere Jahre geforscht, wie linksdrehende Torsionsfelder auf menschliche Körper einwirken. Und er hat festgestellt, dass linksdrehende Torsionsfelder bremsen Metabolismus. Ganz genau, also das sind Zellmembranen. Das ist Kalium-Natrium-Pumpe. Da sind zwei Ionen beteiligt. Also Ionen, das sind Elemente, freie Elemente. In diesem Fall Kalium und Natrium. Deswegen nennt sich das Kalium-Natrium-Pumpe. Durch Potenziale werden Stoffe rein und rausgehen. Und je schneller das passiert, desto gesünder Körper. Es gibt sehr berühmte Aussage, Beschleunigung von Metabolismus verjüngt der Körper. Ja. Also linksdrehende Felder machen umgekehrt. Problematik ist so, dass linksdrehende Torsionsfelder die beeinträchtigen Kaliumaktivität. Das heißt, in einem Torsionsfeld, wenn wir dort befinden, sieht unser Körper Kalium nicht. Ja. Das behindert Stoffwechsel. Erstens, zweitens, Kalium ist es für Herzaktivität verantwortlich. Das heißt, je mehr Kalium, geht Herzaktivität nach unten, je mehr, Moment, umgekehrt. Also, ist nicht da. Also je weniger, dann kommt es zum Herzaktivität und je mehr umgekehrt. Das heißt, wenn man in einem linksdrehenden Torsionsfeld befindet, dann sieht Körper Kalium nicht. Und eine von Symptomen von Elektrosmogbelastung, Herzaktivität, höherer Blutdruck, Herzinfarkt, Insult und so weiter. Ja. Also dieses Phänomen war extra in Omsk geforscht bei starken Sonneneruptionen. Das heißt, bei einem Explosion am Sonne entstehen massenhafte Felder, elektromagnetische Felder, Infrarot und so weiter. Also diese Welle erreicht Erde nach ungefähr 60, 70 Stunden. Aber gleich nach dem, also nach ein paar Stunden nach dieser Explosion, es wurde in Omsk mehrere Fälle von plötzlichen Toten fixiert. Weil diese Torsionsfelder, Torsionsfeld, es kommt sofort
und wird auf Menschen, die insbesondere das Problem mit dem Herz sind, auswirken. Gut. Also basiert auf diesen Forschungen hat Professor Dr. Popkova ein sehr interessantes Test entwickelt, die zeigt uns Qualität von Tensionfeldern. Also diese Methode wurde sich auf Zellpermeabilität basiert. Also das ist eine Zelldurchlässigkeit. Also sie hat Kulturen, also Zellen genommen, Erythrozyten oder Leukozyten, in Kochsalzlösung platziert oder wie. Ja. Und es wurde spezielle Methode entwickelt und Instrumentarium dafür, um das zu wahrnehmen. Diese Methode hat sogar ein Patent. Also dieser Versuch hat damit angefangen, dass sie auf diesem Container mit Zellen ein leeres Blatt draufgelegt und hat eine bestimmte Position, also als Ausgangspunkt fixiert, zum Beispiel bei 0. Dann hat angefangen, auf diesem Blatt verschiedene Zeichen zu malen und hat da beobachtet, wie Zelle sich darauf reagiert. Also bei bestimmten Zeichen verschiedene Reaktionen. Dann hat sie angefangen mit Buchstaben, das heißt, verschiedene Buchstaben haben verschiedene Wirkung auf, also Informationen, Einfluss. Manche bilden linksdrehende Felder und manche rechtsdrehende Felder. Dann hat sie angefangen, Worte zu schreiben und dann Sätze. Also Worte mit negativem Inhalt drücken Zellpermeabilität. Also das heißt, die bremsen Stoffwechsel. Dadurch entstehen also linksdrehende Tensionfelder und umgekehrt. Also insbesondere Sätze aus der Bibel hat einen sehr höheren Wert von Zellpermeabilität. Und damit haben wir mentale Bereich Menschen für Entwicklung von Tensionsfeld verbunden. Also unser Gehirn ist ein mächtiger Tensionfeldgenerator, der bildet wie rechtsdrehende oder linksdrehende Felder. Ja, jetzt, wenn jemand sitzt und sich ärgert, dann sofort ist ein linksdrehendes Tensionfeld. Deswegen überlegen Sie sich. Ich gehe ein Stückchen weiter. Das ist noch ein sehr interessanter Bereich. Der Bereich Wasser. Dr. Emoto hat mehrere Jahre Versuche gemacht, hat festgestellt, dass wenn man gut denkt, strukturiert Wasser. Wenn man schlicht denkt, zerstört er diesen Wasser. Das ist vielleicht bekannt. Ne? Also das sind drei Gläser mit Wasser gefüllt. Und weiß, ja. Und mein Mann kam jedes Tag zu jedem Glas und hat das gesagt. Also danke im Kopf und hat einfach ignoriert. Nach 30 Tagen haben wir da ein Fermentation. Genau, da wird mir so ein ganz feinen Duft entstanden. Da hat sich einfach schwarz gemacht und da hat sich einfach verfault. Okay, also, ich wollte noch ein paar Worte sagen, wieso Wasser es eine sehr große Bedeutung hat, also strukturiertes Wasser. Also Wasserstrukturen haben kleine Clustern. Ja, diese Wasser, kleinclusterige Wasser, geht gut in die Zelle rein. Zelle, um alle Reaktionen damit alle Reaktionen in Zellen gut verlaufen, Zelle muss mit dem Wasser nachgefüllt werden. So muss richtig dick sein. Zweitens, strukturiertes Wasser bildet einen Schutzmantel für Eiweißstrukturen. Wenn die zerfallen,
dann kommt in Verbindung Glucose, was in die Zelle reingekommen, mit diesen Eiweißstrukturen und werden sehr starke Verbindung sich bilden, heißt der Madori-Produkt. Also diesen Produkt kann man mit keinem Mittel rausbekommen. Das ist wie Schmirgelpapier. Also eine fibrisierte Zelle von jemandem bei. Erstens, zweitens, er greift auf Denker, also sehr gut. Und dadurch entstehen sehr herzhaftliche Probleme. Zweitens, wieso strukturierte Wasser sehr wichtig ist. Vielleicht haben Sie gehört über Prozess wie Radix Signaling. Also das heißt Zellkommunikation. Also eine Zelle verläuft pro Sekunde über Millionen verschiedene Reaktionen. Das muss jede Zelle abgestimmt haben. Deswegen, es gibt diese Netzwerke in unserem Körper, aber Signale gehen in Ultraviolettbereich. Und um diese Signale durchzukommen, muss eine bestimmte Wasser muss eine bestimmte Durchlässigkeit haben. Die hat man dann, wenn Wasser strukturiert ist. Wieder, wenn man sitzt und negativ denkt, dann hindert er Zellkommunikation. Also das ist das, erstmal das, was Vibrationsfeld betrifft und welche Wirkung links der Vibrationsfelder auf unseren Körper haben. Jetzt kommen wir zum zweiten Phänomen, das ist Geotechnologie-Einflüsse. Das heißt, Verbindung zwischen neuen Technologien und Erdstrukturen bringt uns zusätzliche Belastung. Okay. Also unsere Erde bewegt sich sehr schnell. Ja? Also um seine Achse ungefähr 460 Meter pro Sekunde und seine Laufbahn macht 30 Kilometer pro Sekunde. Also dadurch entstehen sehr mächtige Energien, die sich in Mitte von Erde sammeln und auch sehr Kräfte, die sich durch Erdekörper verteilen und entstehen sogenannte tektonische Platten, die sich auch bewegen. Also Grenze von diesen tektonischen Platten sind Erdverwerfung. Es gibt Kompressionszonen, wenn Platten aufeinander kommen, und es gibt Erdverwerfungszonen, die einfach auseinandergehen. Durch diesen Spalten kommt raus diese Aktivitäten, die in der Erde in der Mitte gesammelt haben. Da entstehen verschiedene elektromagnetische Felder und so weiter. Es gibt Erdverwerfung, die mit sehr niedrigen Intensität auswirken. Das heißt, wenn wir irgendwo da gebaut haben, kann unser Körper damit klarkommen. Nur, wenn zum Beispiel ein Handymast oder Windgenerator auf so einen Spalt kommt, dann wird die Belastung von diesen Erdverwerfung erhöhen. Also, da sehen wir verschiedene Strukturen. Ja, das sind Kompressionszonen, das sind Erdverwerfungszonen. Also das, was wir Wasserader nennen. Wasserader, es ist nichts anderes als Erdverwerfung, die also, stellen Sie sich vor, ja? Also durch diese Kraft gehen Mantel auseinander. Aber nicht vollständig, sondern er bildet ein Kapillarsystem. Das sind Wasserader. Also Wasserader, das sind auch Erdverwerfungen, aber nicht vollständig. Und dieses Wasser kann Informationen übertragen. Das ist egal, wie viele Kilometer da. Das ist ein Beispiel von Erdverwerfungszone. Ja, da wo Erdverwerfung fällt da runter. Bei Erdbeben, oder? Bei Erdbeben, ja. Das ist in Frankreich. 2004, diese Terminal 2 hier. Es wurde ein Stück einfach zusammengefallen. Spezialisten haben gesagt,
Ja, vielleicht ist es wegen schlechter Betonung. Im Endeffekt, da sind ein Erdfeuer Funktionen, da kommen Torsionsfelder. Und die wirken nicht nur auf Menschen, sondern auf Qualität von Material. Und mit der Zeit bricht es alles zusammen. Naja, das sind Statistik, ja, wir haben festgestellt, dass 80% von allen onkologischen Erkrankungen kommen durch diesen Geopathogenen Zonen. Ja, und da kann man sehen, wie diese pathogenen Zonen auf Umgebung auswirken. Das sind, da steht auf einem Wasserall. Das sind Erdwärmefunktionen. Ja, wenn man zum Beispiel auf so, es gibt geopathogene Flecke, das sind keine Spalten, sondern Flecke, kann man auch bestimmte Krankheiten bekommen. Das ist Dr. Rusalov, ja, der ist Entwickler von Thermikotechnologie und der arbeitet schon seit 7 Jahren, hat über 1500 Objekte entstört, also sehr effektiv. Arbeit in verschiedenen Bereichen, nicht nur bei privaten, sondern auch staatlichen Einrichtungen. Was ich noch sagen wollte, also als unsere Wissenschaftler haben festgestellt, dass diese Felder existieren, haben die und Natur von diesen Feldern, haben die eine Technologie entwickelt, die in der Lage ist, diese Felder zu invertieren, sozusagen. Ja? Also wenn sie verstanden haben, es gibt Quellen oder Generatoren, die Raum links polarisieren und wir brauchen Gegenmittel, einfach Generatoren, die diesen Raum wieder dieser Stabilität herstellen. Und es wurde diese Generatoren entwickelt, die basiert sich auf Informationsbasis. Es wurde Information abgenommen von verschiedenen Kröte, Pflanzen, Steine, Kristalle und auf einen Träger eingelegt. Und erste Generatoren wurden in Russland in 1000 Familien in 40 Staaten einfach verteilt und nach 3 Monaten hat man einfach gefragt, welche Auswirkungen, was haben sie dabei gespürt. Und diejenigen, die sich gemeldet haben, überwiegend haben gesagt, unsere familiären Beziehungen sind viel mehr wärmer geworden. Also wir haben keinen Stress mehr miteinander. Also das heißt wiederum Information. Und diese Gruppe von Baubiologen aus Finisterre haben sich auch mit diesem Thema befasst, haben diese Informationen übernommen und weiterentwickelt. Geopathogene Einflüsse waren schon von Antiken bekannt, zum Beispiel in antiken Rom. Bevor man ein Haus gebaut wurde, wurden 30, 40 Schafe in einem bestimmten Käfig da untergebracht und nach 3 Monaten wurden die geschlachtet und gesehen, wie sieht Leber aus. Wenn es dunkel war, haben auf diesem Platz nicht gebaut. In Frankreich zum Beispiel kann man sehr oft solche, wie heißt das, mit hier Einrichtungen, ja, also gegeben. Also diese Steine wurden auf sogenannte positiven Punkten angebracht. Ja, also diese Steine haben so pyramidale Form, also das heißt, es ist ein rechteckiges Torsionsfeld, die diese Punkte aktivieren. Alle kennen vielleicht Kraftpunkte. Ja, also so sind ein Kraftpunkt, die durch diesen Generator eine sehr große Raum entstören kann. Aber jetzt kommen andere neue Technologien, das heißt, ich nenne das nicht Strahlung, sondern es ist eine neue Information. Und alle Schutzeinrichtungen, Vorrichtungen, die entwickelt wurden, müssen unbedingt diese ganze Palette von Informationen beinhalten. Vielleicht haben Sie auch über Pyramidenflucht gehört. Alle, die da beteiligt wurden, so gestorben. Und manche Spezialisten behaupten, dass
In Pyramiden wurden Generatoren eingebaut, die ein bestimmtes Spektrum erzeugt haben. Das sind grün, elektrisch. Und diese Spezialisten sagen uns, dass Handymasten erzeugen jetzt gleiche Informationen. Das heißt, wenn ein Vorrichtung eingebaut wird, dann muss unbedingt eine Information enthalten gegen diesen Schwingung. Jetzt möchte ich ein paar Beispiele zeigen aus. Was kann man das? Was können wir bitte zurückgehen? Als Film, ja. In diesem Ordner. Ist das eine extra Platte? In diesem Ordner, ja. Was sind die Auswirkungen der Entwicklung der neuen Technologien wie der Hypnose? Was sind die Auswirkungen der Entwicklung der neuen Technologien wie der Windräder oder Handymasten auf die Gesundheit der Menschen und Tiere? Landwirte und Geobiologen sind der Meinung, dass diese Einrichtungen Auslöser für Störungen sein können, die sich über den Boden verbreiten. In Nordfinisterre beschäftigen sich eine Vereinigung und Wissenschaftler näher mit der Tellurverschmutzung. Es handelt sich um das Sonntagsmagazin. Während für manche die Radiästhesie auf seinem Glauben als Werkzeug für ihre Arbeit ein. Jean-Paul Jacques ist Schweinezüchter und das Auffinden von Tellurwellen ist Teil seines täglichen Lebens. Ich verwende das Pendel auch regelmäßig in der Viehzucht und es gelingt mir herauszufinden, ob unter dem Vieh Wellen verlaufen. Ich kann aber nicht sagen, woher das kommt. Er stellte fest, dass die Aufstellung von Handymasten, Windrädern, Hochspannungsleitungen oder elektrischen Transformatoren eine Auswirkung auf das Verhalten seiner Tiere hatte, die sogar zu Todesfällen innerhalb seines Viehbestandes führen konnte. Für ihn ist das Pendel ein wichtiges Hilfsmittel. Praktisch alle Viehzüchter haben ein Pendel. Sagen wir, nicht jeder kann damit umgehen. Aber die meisten haben eines. Keiner spricht darüber. Unter uns schon. Weil es für uns von großer Wichtigkeit ist. Wenn er Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Tellur festgestellt hat, wende er sich an Jean Jougain. Der Radiästhesist ist seit Jahren in den Viehzuchtbetrieben in Finisterre tätig, um die Harmonie der örtlichen Gegebenheiten wiederherzustellen und auf die Gesundheit der Tiere, die durch ein schwer zu definierendes Phänomen beeinträchtigt sind, einzuwirken. Es handelt sich um eine Information, die vom Lebewesen, von der Zelle erfasst wird und die bewirkt, dass die Tiere reagieren. Alle, auch wir, haben reagiert. Sie beginnen an sich zu knabbern, an den Ohren, den Flanken. Und dann gibt es natürlich manche, die stärker reagieren als andere. Wenn eines aggressiver ist, hört es nicht mehr auf, Blut zu lecken, bis sie sich schließlich gegenseitig umbringen. Jean-Paul Jacques ist seit Jahren aufmerksam auf die Geobiologie.
Andere Viehzüchter haben diese Disziplin gezwungenermaßen plötzlich entdeckt. Es beginnt damit, dass ich mich den Kühen nicht mehr nähern kann. Die Kühe liefen immer mehr vor mir davon. Zweitens gab es Kühe, die verweigerten, in die Roboteranlage hineinzugehen. Drittens ergaben sich bei den Kühen, die nicht in die Roboteranlage gingen, lange Melkabstände. Dadurch kam es zu Brustdrüsenentzündungen, die Milch war wegzuschütten, Tierarztkosten, keine Wirtschaftlichkeit. Wie kann es sein, dass nach der Aufstellung eines Winkelrades beinahe von heute auf morgen die Milchproduktion eines Zuchtbetriebs zurückgeht oder sich die Tiere gegenseitig auffressen? Mit diesem Thema beschäftigt sich Alexander Rosanow unter anderem. Überall entstehen Risse, der Boden ist in ständiger Bewegung. Der ehemalige Direktor des ukrainischen Geologieunternehmens ist heute in der Bretagne ansässig. Er ist in ganz Frankreich auf Wunsch von territorialen Gemeinschaften oder Landwirten tätig, um diese Phänomene zu erklären und zu versuchen, Antworten darauf zu finden. Auf der Erde gibt es Spalten und Spaltzonen, was zu natürlichen Störungen führt. Das heißt, in den Spaltzonen kommt es zu Emissionen von natürlichen elektromagnetischen Wellen. Nicht EDF, sondern die Erde erzeugt diese Emissionen. Und dies kann zu Störungen im Bereich des menschlichen Körpers und der Tiere führen. Und der Mensch hat nun neue Störungen hinzugefügt. Das nenne ich geoindustrielle Störungen. Die Ursachen für diese Störungen sind für die Geobiologen alle vertikalen Strukturen, die über eine Erdung verfügen, Leitungsmast, Wasserturm, Handymast und so weiter, je nach ihrem Aufstellungsort Erzeuger von mehr oder weniger starken Störungen. Die Menschen achten heute nicht mehr auf die Orte, an denen Strukturen im Boden positioniert werden. Früher, als die Menschen Mengir aufstellten, fand dies nicht irgendwo statt, sondern sehr wohl auf Kraftlinien. Und wenn man die Karten betrachtet, ist festzustellen, dass die Mengire durch Energielinien verbunden waren. Heute hingegen werden, wenn man so will, Pfähle irgendwo angebracht. Und immer dann, wenn sie schlecht positioniert sind, reagiert die Erde. Deshalb kommt es zu Störungen. Störungen, die nicht irreversibel sind. Clayber Chris, der Promoter des Windrades, spielte das Spiel mit Jean Jougan, indem er ihm gestattete, Vorrichtungen, Scheiben auf der Basis von Siliziumoxid, Pflanzen- und Gesteinspulver aufzustellen, die, wenn sie angebracht sind, das Tellurgleichgewicht der Zone wiederherstellen. Das ist es schon, die Scheibe? Ja, das ist es. Sie war vorher außen und hier, innen, funktioniert es immer. Das ist einfach. Eine Scheibe, die, wenn man sie in der Hand hält, in der Lage ist, die Störungen zu beseitigen. Das ist wieder jeder Vernunft. Jean Jougan ist für mich ein Droide. Ich habe es ihm gesagt und scherze darüber. Mit seinem Pendel, das sind Dinge, die für mich nicht messbar sind. Somit bleibt immer noch dieser Hauch des Irrationalen. Warum nicht? Nochmals, warum nicht? Man kann nicht immer alles steuern oder beherrschen. Ich habe nichts dagegen. Ich persönlich habe, solange ich sie nicht wirklich wissenschaftlich beweisen kann, ein Problem, diese Logik zu glauben. Ich stelle nur so viel fest, dass die Rinder und Schweine wieder zu einer gewissen Ruhe kommen, wieder eine gewisse Gelassenheit zeigen. Und das freut mich. Eine Feststellung, die Chantal Merillon teilt. Anfang 2008 ist nach 3 Wochen Störung wieder Ruhe eingekehrt, nachdem an den Windrädern Eingriffe vorgenommen worden waren. Herr Jougan informierte mich, dass er seine Vorrichtung ungefähr gegen 17, 18 Uhr aufgestellt hatte und bereits am nächsten Morgen konnte ich mich meinen Kühen nähern, ohne dass sie davonliefen. Das zweite Phänomen zeigte sich bereits am Sonntag. Ich fand keine weiteren Brustdrüsenentzündungen und schließlich war nach und nach zu sehen, dass alles ins Lot kam. Auch wenn der Promoter des Windrades damit einverstanden war, vor aller Öffentlichkeit zu sprechen, so zogen es Mobiltelefonbetreiber wie Bouygues Telecom, obwohl sie die Dienste von Jean Jougan in der Vergangenheit in Anspruch genommen hatten, vor, nicht auf unsere Fragen zu antworten. Tellurverschmutzung, ein heikles Thema. Die Mikroben beispielsweise existieren seit der Erschaffung der Welt, aber vor der Erfindung des Mikroskops wusste man nicht, dass sie existierten. Ebenso verhält es sich mit diesen Störungen. Es gibt einen Beweis für die Auswirkungen dieser Störung. Es handelt sich nicht um einige wenige oder auch Dutzende Fälle. Es geht beispielsweise um Hunderte von
von Viehzuchtbetrieben in Frankreich, die durch diese Phänomene beeinträchtigt sind. Und was für die Tiere gilt, gilt auch für die anderen Formen des Lebens und somit den Menschen. Der Einfluss eines Windrades oder eines Handymasten wird sich nicht auf den Lärm, den sie freisetzen, oder die Wellen in der Luft, die sie entsenden, beschränken. Jetzt zeige ich Ihnen so ein paar Beispiele. Da habe ich eine Frage dazu. Die Windräder, das spielt da die Drehrichtung auch eine Rolle. Man kann die ja so stellen, dass die so oder so in den Wind gehen. Und dann drehen sich auf einmal, wenn ich es richtig sehe, rechts rum und einmal links rum. Spielt das eine Rolle? Ja, es gibt eine gewisse Rolle. Für die Situationsfälle. Aber in diesem Fall, Windgenerator ist eine Quelle von elektromagnetischem Strom. Das ist ein Situationsfeldgenerator. Zweitens, er hat eine Zylinderform. Und russische Wissenschaftler haben festgestellt, dass von diesen Seiten von dem Zylinder, wenn Länge von diesem Zylinder größer als Durchmesser, erzeugen linksdrehende Torsionsfelder. Das heißt, wenn so eine Struktur auf Erdverwerfung kommt, dann gibt er wieder eine linksdrehende Torsionsfelder. Erstens. Zweitens, wenn eine Erdung von diesen Strukturen, also Handymast oder Windgenerator, in einer Erdverwerfung kommt, weil Erdverwerfung, Wasserader, das sind Strukturen, die Wasser übertragen. Und Wasser transportiert Informationen, in diesem Fall negative. Deswegen, also wir empfehlen allen, die einen Drehstuhl haben, eine Störungsmast haben, weil Stuhl enthält einen Zylinder. Und Gefahr dabei ist, also Zylinder ist nicht groß. Deswegen diese Strahlung, die rauskommt, also das sind keine Strahlen. Das sind linksdrehende Torsionsfelder. Die ist schwach. Aber ein Stuhl bewegt sich ständig. Ja? Und wenn man auf einen negativen Punkt kommt, mit diesem Stuhl, dann erhöht es seine Wirkung. Also wir haben in Frankreich zwei Fälle. Frauen könnten nicht schwanger werden, haben sich einfach beschwert. Auf irgendwelche Art und Weise kommen diese Informationen an diese Gruppe. Und die haben beobachtet von seiner Arbeit, dass wenn die Tiere auf solche geopathogenen Zonen sich befinden, dann haben die Probleme mit der Wiedergeburt. Das heißt, in Störungsmaßnahmen haben das wiederhergestellt. Und diesen beiden Frauen wurde empfohlen, Störungsmaßnahmen einfach installieren. Die beiden sind nach einem Monat schwanger geworden. So zwei Fälle in Frankreich haben. Das heißt, es könnte sein, dass durch ständige Befinden oder eine sehr starke negative Punkt hat das Gesundheit beeinträchtigt. Habe ich durchgehend gehört. Ja, danke. Ja. Das sind ein paar Beispiele. Also, das sind eine Handymast, wurde 3,4 Kilometer entfernt eingebaut. Dann kommen Probleme mit diesem Landwirt. Schaut, ja. Also das ist eine Diagramm, die zeigt, das sind Leukozytenzahlen. Also in Frankreich, wenn Milch abgenommen wird, misst man eine Leukozytenzahl. Wenn es zu hoch ist, dann deutet darauf hin, dass man irgendwelche Probleme, gesundheitliche Probleme hat. Und dann, also diese Balken zeigen auf Milchproduktion. Diese Daten sind verbunden mit Handymasteinbahn. Haben wir gesehen vorhin. Ist mit Milchproduktion, ist es nach unten gegangen und Leukozytenzahl ist hochgeschrieben. Also in diesem Punkt wurde Störungsmaßnahmen angebracht und da schauen wir so Leukozytenzahl nach unten
und ich wurde so nach oben gedreht. Das ist eine interessante Frage. Das ist Viehzucht. Dann sieht man Futteranlage. Auf diesem Bild Nummer 1, Nummer 2. Landwirt hat sich gemeldet und gesagt, ich verstehe nicht, wieso die Tiere nur zum zweiten Anlage kommen. Obwohl Futter ist dasselbe. Als die Spezialisten vor Ort waren, haben die festgestellt, dass dieser Betrieb auf einer Erdverwerfung steht. Und da kann man sehen, also Nummer 1 Anlage steht in Erdverwerfungszone und Futter, also zweite Anlage außer. Und diese ganze Zone war durch diesen Wasserturm aktiviert. Da sind Handymasten eingebracht. Das ist sehr interessante Frage. Also als Alexander zum Objekt kam, hat er gesehen, wie Kühe entlang, da sieht man einen Zaun, so Drahtzaun. Sie stehen so lang. 16.34 Uhr. Das sind ein Handymast. Dann hat er eine Schutzvorrichtung eingebaut. Nach 15 Minuten, also Kühe wollten nicht mehr gehen, also sofortige Wirkung. Also. So, ein Handymast lässt sich einfach entstören durch diese beiden Schutzvorrichtungen. Eine kommt, Mikrofon hört man nicht. Eine kommt auf Erdung von diesem Handymast und eine, also Scheibe, wird begraben auf einem positiven Punkt, die irgendwo nahe liegt von diesem Handymast. Also Alexander, er sieht diese Punkte, er hat Fähigkeiten, es zu sehen. Das sind Polymer. Also in diesem Polymer wird Information mit einem bestimmten Verfahren eingeschaltet. Also das sind aus auch aus Frankreich. Das sind eine Photovoltaikanlage. In diesem Haus wohnen drei Personen. Frau und ein Mann. Das wurde eine Kirillern-Diagnose gemacht. Da sieht man bis, also Position 1, bis man diese Schussvorrichtung eingebaut wurde. Und das ist nach 40 Minuten, nach 2,5 Stunden ungefähr. Dann sieht man, wie sich Aura ändert. Also auf diesem Beispiel kann man auch sagen, dass jeder Mensch reagiert sich unterschiedlich, auch von Aufbauzeit her auch unterschiedlich. Es könnte sein, dass der zu viel bei der Arbeit mit Smog zu tun ist. Wenn er nach Hause kommt, dann kann er nicht schnell sich entkommen. Also das ist Wahnsinn. Also dafür gibt es entwickelte Generatoren. Wir bieten das an für verschiedene Quellen. Denken Sie bitte positiv. Und das ist stärkste Rechtsdrehdetationsfeldgenerator. Also wenn wir uns in negativen Zustand befinden, greift uns keine negative Wirkung. Dankeschön. Unsere Technologie beinhaltet alle Störfelder, also alle Störquellen. Und für jede Quelle ist ein bestimmter Generator konzipiert. Ja, das kommt von Hauserdung, Stromversorgung, Wasserleitung, WLAN. Das sind stärkste, meist getroffene, meist
diejenige, die Photovoltaikanlagen haben. Das ist sehr massive Störung. Muss auch gestört werden. Solaranlage ist auch. Also Solaranlage enthält Gifte, also diese Freone, die Wasser warm machen, enthalten Gifte. Und das ist auch Link für die Information. Und PC, Laptop, schnurloses Telefon, Handy, das empfehlen wir stören. Ja. Die Leute jetzt bringen dann im Haus an verschiedene Stelle den Generator. Ja. Und wo liegt man bei einem Rundumpaket, was für Familie, wie viel Anlage? 1.000 Euro. 1.000 Euro für alles. Plus minus. Es kommt darauf an, wie viele Anlagen zu haben. Sehr interessant. Sichtbare Ergebnis. Das haben wir auch in der Schweiz bekommen. Das ist ein Dr. Schilling, hat uns diese Generatoren für Hörgeräte testen lassen. Diese Grafik ohne, also Nummer 1, ohne Batterie. Das ist Batterie, das ist mit, das ist Batterie, das ist mit Batterie so angebaut, das ist angeschaltet. Und jetzt kommt der Röker drauf und der reagiert sich so, wie ob keine Batterie drin ist. Also zum Februarende hat er mir versprochen, einen ausführlichen Bericht zu schreiben. Da gibt es noch interessante Sachen. Also das sind mit Ultraschall. Also diese Signale, Nummer 1, also ohne Batterie, das sind mit unserem Entstehen. Aufkleber. Aber ausführliche Informationen bekommen wir in der Firma. Welche Fragen? Das heißt, man müsste ja auch das ganze Haus messen, sag ich jetzt mal, um festzustellen, kommen da irgendwelche Einflüsse drauf von Elektromasten, von Erdverwerfungen, von Wasseradern und so weiter und so fort auch. Das heißt, man müsste erstmal so eine Ist. Ja, wir machen ganz einfach. Also wenn die Leute melden und sagen, uns geht schlecht, wir geben ein Paket mal an und nach 30 Tagen fragen wir, möchten Sie behalten? Wenn nicht, dann können Sie zurückschicken, ohne zu kosten. Aber weiß man dann, wie man das installieren soll? Also wir haben ein Protokoll entwickelt. Also diese Technologie existiert schon seit 7 Jahren. Und durch diese Arbeiten wurde ein Protokoll entwickelt. Also das heißt, wir wissen, auf welcher Stelle welche Generator eingebaut werden muss.
Also im Durchschnitt arbeiten wir schon seit 2 Jahren. Wir haben keine Rückgabe bis jetzt. Es sind über 200 Objekte entstanden. Vielleicht kannst du erklären, wie so eine Erstbegehung, dass es sowas gibt und wie sowas aussehen könnte. Also, vielleicht kann ich selber, ich habe das vor, war das in Wiesbaden, vor 1,5 Jahren habe ich eine Hotelier-Dame kennengelernt, ich weiß nicht, viele 100 Zimmer, und sie hatte massive Beschwerden, dass ein ganzer Flügel, wo ein Wellness-Center eingebaut werden sollte, eigentlich unnutzbar ist, weil da einfach die Menschen nicht schlafen können, sich nicht erholen können. Und ich habe ihr von dieser Möglichkeit erklärt, und dann kommen einfach ein Team oder auch ausgebildete Menschen, ich weiß nicht, wie viele schon ausgebildet sind, die einfach diese Begebenheiten eines Objektes analysieren. Eine Erstbegehung, und dann wird festgestellt, ist das Haus oder das Gebäude auf einer Verwerfung, gibt es hier Störfelder, was haben wir als Grundlage, und dann wird eine Analyse mit einem Kostenvoranschlag, was würde es kosten, wenn man solch ein Gebäude entstören würde, und dann werden Maßnahmen oder können Maßnahmen getroffen werden. Da war ich bei dem Fall, waren wir mit dem ganzen Team da vor Ort, und es ist einfach eine rundum Bestandsaufnahme. Das sind auch Menschen, die Fähigkeiten haben, Dinge auch erweitert zu erkennen. Also diese Ausbildung beinhaltet auch eben die Fühligkeit zu erweitern, dass man eben merkt, hier ist ein positiver Energiepunkt, hier ist ein Störfeld, welche Ursachen haben die Störfelder, da gibt es eine extra Ausbildung zu, die kann man auch. Nächster Morgen, 20. März, im Raum steht jetzt. Ja. Wie sieht denn die Entstehung fürs Handy aus, wie wird das angebaut? Also wir haben jetzt einzige Technologie, die kann Abonnenten stören wegen dem Gespräch. Das heißt, wir haben vor 3 Monaten im August ein Seminar, und ich habe extra einen Kinesiologen eingeladen, der hat uns gezeigt, wie diese Entstörer auf Handy, auf Menschen wirken. Und wir haben auch Versuch gemacht, dass man von einem geschützten Handy auf ungeschützten Handy telefoniert. Und während dem Gespräch war Abonnent mit ungeschütztem Handy auch geschützt. Haben Sie Prospekte dabei? In der Entwicklungsphase. Okay, aber eine Webseite? Kommt zum Ende Februar. Okay, das heißt, man kann es gar nicht bestellen? Es ist doch Flyers da. Informationsprojekt. Okay. Ja, ich denke, wenn keine weiteren Fragen erstmal sind, jetzt weiß ich wenigstens, wozu die Obelisken in Ägypten hingestellt wurden und wo genau. Und es macht auch Sinn, dass auf jedem wichtigen Platz auf der Welt ein Obelisk steht in der westlichen Hemisphäre. Da werden eben die Torsionsfelder wahrscheinlich von den Punkten verstärkt und dann eben auch dementsprechend genutzt. Inwieweit das nur zum Vorteil genutzt wird, ist die eine andere Frage. Aber wie schon gesagt, wir sind die mächtigsten Torsionsfeldgeneratoren, jeder einzelne von uns. Und ich glaube, da kann jeder sehr bewusst mit umgehen, lernen oder auch nicht. Gut, vielen Dank, Arthur. Und,
Ja, man kann sich ja auch ausdenken, wenn eine Forschung 30 Jahre lang schon in Russland betrieben wird, wie weit das fortgeschritten ist und wenn da solche Metalllegierungen beispielsweise an Härte- oder Korrosionsschutz zunehmen. Also eigentlich müsste kein Auto mehr rosten. So, das, was alles möglich wäre und was uns dargeboten würde, verschiedene Welten. Ja, ich würde sagen, eine halbe Stunde Pause. Einmal durchlüften und dann geht es weiter mit dem Iran. Danke.